Am Wiener Landesgericht geht der Prozess von Leonie in die nächste Runde. Es ist wahrscheinlich die vorletzte, denn bis zum 2. Dezember soll es ein Urteil geben. Angeklagt sind drei junge afghanische Männer, die unter dem Namen Zubai, Haji und Ramesh, ihren Spitznamen, sich hier ihrer Anklage stellen müssen. Der Fall ereignete sich im Juni 2021. Die 13-jährige Leonie war bei den drei Männern zu Hause, wurde mit Drogen gefügig gemacht und anschließend vergewaltigt. Danach wurde das junge Mädchen, 13 Jahre alt, an einen Baum gelehnt. Dort wurde sie leblos von Passanten gefunden. Sie verstarb. Die Situation ist eine problematische. Nun geht es im Prozess weiter. Die Angeklagten, die zeigen sich wenig reumütig bzw. erinnern sich teilweise gar nicht mehr an die Tat und versuchen auch die Situation schönzureden, meinen beispielsweise, dass es sich hier eigentlich um gar keine Vergewaltigung gehandelt hat, sondern es im beidseitigen Einvernehmen stattgefunden hätte. Die Richter, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Der Prozess geht nun weiter und wird auch bald zu einem Ende kommen. Die drei Angeklagten könnten Haftstrafen in Höhe von 20 Jahren bis zu lebenslang verbüßen müssen.